Seit zwei Tagen ist das Leben der Familie Vogt ein einziger Albtraum. Mia, die 17-jährige Tochter des IT-Unternehmers Lars und seiner Frau Katja, wurde entführt. Der Entführer verbietet ihnen, die Polizei zu informieren. Als eine Lösegeldforderung von 50.000 Euro eintrifft, beschließen die verzweifelten Eltern, sich das Geld durch einen Überfall zu beschaffen. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Wir suchen nach einem Geschenk für unsere Tochter. Eine Kette oder, also es kann ruhig was Besonderes sein. Mhm. Ja, zur Volljährigkeit hätten wir da gerne. Da was. Kann ich Ihnen helfen. Die Ketten haben wir hier. Perlenketten, naja, Diamanten, Perlenketten, Bernstein, Rubine. Vielleicht was in Weißgold, das haben wäre wir auch toll. Da. Sehr gute Stücke haben wir da. Schau ich nach, okay. Einen Moment bitte. Da bin ich gespannt. Halt, stehen bleiben! Was machen Sie denn da? Sie will. Voller Panik fliehen Katja und Lars Vogt nach dem Überfall in ihrem Auto. Immer wieder schauen sie sich nach möglichen Verfolgern um. Die sonst so gesetzestreuen Eheleute sind über ihre Tat selbst schockiert. Aber das Einzige, was jetzt noch für sie zählt, ist das Leben ihrer Tochter Mia. Meinst du, uns hat jemand gesehen? Die Polizei wird uns bestimmt erwischen. Jetzt reg dich nicht auf, wir waren noch verkleidet. Kein Mensch wird uns erkennen. Ich kann es immer noch nicht fassen, wir haben ein Juwelier überfallen. Wir mussten das doch tun, für Mia. Wir hatten noch keine andere Wahl. Ich weiß, dass wir das für Mia tun. Was meinst du, was haben wir raus? Wie viel hast du aus der Kasse genommen? Ich weiß es nicht. 10-mal, aber ich denke bestimmt so 20.000. Das müsste jetzt eigentlich reichen. Du meinst, das reicht? Wir haben die 50.000 zusammen? Ja, bestimmt. Wir haben noch ungefähr eine Stunde Zeit. Sieh zu, dass du die Klamotten loswirst. Ja. Ich fahr zum Übergabeort. Mach ich. Aber bitte, Lars, bitte pass auf dich auf. Wer weiß, wozu die alle fähig sind. Ich habe solche Angst. Vor zwei Tagen ist unsere Tochter nach der Schule nicht nach Hause gekommen. Am Abend lag dann ein Erpresserbrief vor der Tür. Danach kommt unsere Tochter erst wieder frei, nachdem wir 50.000 Euro bezahlt haben. Und der Typ, der sie hat, mit dem ist echt nicht zu spaßen. Obwohl sich Lars Vogt genau an die Anweisungen im Erpresserbrief gehalten hat, gibt es auch zwei Stunden nach der Geldübergabe kein Lebenszeichen von Mia. Mama Katja kommt fast um vor Sorge. Für die 40-jährige Mutter steht fest, sie müssen sich Hilfe suchen. Sag mal, was machst du denn hier die ganze Zeit? Ich möchte, dass wenn Mia zurückkommt, dass es dann schön hat. Außerdem werde ich ganz wahnsinnig, wenn ich nicht irgendwas tue. Ich weiß auch nicht, warum sie nicht kommt. Ich habe das Geld schon vor 3 Stunden abgelegt. Hast du es genauso gemacht, so wie es auf diesem Zettel steht? Ich habe die Anweisungen genau befolgt. Bringen Sie in genau 2 Tagen um 17 Uhr 50.000 Euro in einer Sporttasche zum Hinterausgang des Hotel Mirabeau. Dort deponieren Sie die Tasche in den Papiercontainer und verschwinden. Keine Spielchen und keine Bullen, sonst schicken wir die kleine Scheibchenweise nach Hause. Ja, ja, ja! Ich habe es genau so gemacht! Aber sie ist doch noch nicht da. Vielleicht hätten wir die Polizei einschalten sollen. Auf keinen Fall. Du hast es doch gerade selbst vorgelesen. Keine Bullen, sonst tun sie mir ja was. Wenn schon nicht die Polizei, dann bitte wenigstens ein Anwalt. Wieso denn ein Anwalt? Wie kann der uns denn helfen? Sag mal, hast du vergessen, wir haben Juwelier überfallen, um das Lösegeld für Mia zusammenzubekommen. Und Manfred hat gesagt, er hat den Hals gestrichen voll. Er will sein Geld wieder haben. Ich gehe jetzt da hin und mach ihm Druck. Nein, und warte doch. Denk doch nach. Wir brauchen Hilfe. Bitte, lass uns einen Anwalt holen. Der hat doch Schweigepflicht. Bitte für unsere Tochter. Vielleicht hast du recht. Ich habe auch keine bessere Idee. Meine Nerven liegen blank. Seit dem Verschwind von Mia habe ich kein Auge mehr zugemacht. Der Kreditherr hat doch jetzt ein Geld bekommen. Aber sie ist immer noch nicht da. Ich werde verrückt. Was soll ich nur machen? My face above the water. Gleich nach dem Gespräch mit seiner Frau hat Lars Rechtsanwalt Bernd Römer kontaktiert. Der Anwalt weiß, bei einer Entführung zählt jede Sekunde. Aus diesem Grund sagt er all seine Termine ab und trifft sich sofort mit den Vogts. Das verzweifelte Ehepaar informiert den Anwalt über ihre ausweglose Situation. Mia ist seit 3 Tagen verschwunden und sie war nicht bei der Polizei. Entschuldigung, da steht hier doch immer drin, sie dürfen nicht zur Polizei gehen. Das ist Unsinn. Natürlich müssen sie zur Polizei. Wie soll das denn weitergehen? Auf keinen Fall. Wir wollen unsere Tochter doch nicht gefährden. Deswegen haben wir uns doch an sie gewandt. Aber sagen Sie mal, steht als Ultimatum steht hier drin, bringen Sie in genau 2 Tagen 50.000 Euro zum Hinterausgang. Das ist doch schon abgelaufen. So, das heißt, Sie haben das Geld bezahlt. Ja, was hätten wir denn machen sollen? Es geht doch um unsere Tochter. 50.000 Euro, die hatten Sie.
Einfach so. Früher, da wäre das kein Problem gewesen. Da lief die Firma noch. Jetzt stehen wir kurz vor der Insolvenz. Wir mussten schon die Hälfte der Belegschaft entlassen. Und die Hypothek hier auf dem Haus, die ist auch nicht ohne. Wir mussten uns sogar schon letzten Monat Geld vom Kredit teilborgen, um unsere Angestellten zahlen zu können. Wir sind mittlerweile total verschuldet. Ja, aber woher hatten Sie denn das Geld so schnell? Wie sind Sie so schnell an 50.000 Euro gekommen? Haben Sie Freunde gefragt oder haben Sie dann noch einen Notkredit bekommen bei einer Bank oder was? Freunde? Seitdem wir finanzielle Probleme haben, lassen sich unsere Freunde schon lange nicht mehr blicken. Gut, also von der Bank. Von der Bank kriegen wir doch auch nichts in der Höhe. Ja, wo hatten Sie das Geld dann her? Na, wir haben einen Juwelier überfallen. Sie haben was bitte? Sie beide haben einen Juwelier überfallen. Sie reden jetzt aber nicht von dem Überfall, der heute gerade durch die Medien geht. Das waren Sie. Ja, verstehen Sie das nicht? Das ist nicht Ihr Ernst. Wir müssen die 50.000 doch irgendwie zusammenkriegen. Es geht doch um unsere Tochter. Hören Sie zu, weil es um Ihre Tochter geht, müssen Sie zur Polizei. Und weil es jetzt auch um Sie geht, was Sie gemacht haben, ist ein Verbrechen. Das entschuldigt auch nicht diese Notsituation. Verstehen Sie das? Das ist eine Ausnahmesituation und Sie werden möglicherweise eine mildere Strafe deswegen bekommen. Dafür setze ich mich auch ein. Aber Sie müssen jetzt zur Polizei und Sie müssen sich stellen. Das geht nicht, auf keinen Fall. Dann müssen wir doch von der Entführung erzählen. Natürlich müssen Sie das. Was da würden wir unsere Tochter gefährden. Ja, und was tun Sie jetzt denn? Was tun Sie denn jetzt, wenn Sie da so dilettantisch selber drin herumwursteln? Verstehen Sie das nicht? Die Polizei hat Spezialisten. Die können mit solchen Fällen umgehen. Sie müssen dahin. Was sind die Alternativen? Wir haben da so einen Verdacht, wer es sein könnte. Manfred ist der Einzige, den wir kennen, dem wir so etwas zutrauen. Manfred. Wer bitteschön ist jetzt Manfred? Manfred Gerke, dieser Kriminelle, von dem wir uns das Geld geliehen haben zu 25%. Das ist ja sicherlich kriminell, das ist mit Sicherheit sittenwidrig. Was hat der denn jetzt mit dem Verschwinden Ihrer Tochter zu tun? An dem Tag, wo wir das Erpresserschreiben bekommen haben, ja, da sind wir zu ihm hingefahren und wir haben ihn angefleht, uns Mia zurückzugeben. Und er hat nur gelacht. Dieses Arschloch meinte nur, er wüsste von nichts, ich soll ihm sein Geld zurückgeben. Ich dachte, er spricht von dem Lösegeld, aber das hat er ja jetzt. Und Mia ist immer noch nicht da. Herr Vogt, ich kann diesem Manfred noch mal auf den Zahn fühlen. Das kann ich ganz schnell noch mal machen. Wenn dabei nichts rumkommt, gehen wir zur Polizei. Ist das klar? Sie spielen mit dem Leben Ihrer Tochter. Das kann ich nicht verantworten. Den Manfred Gerke knöpfe ich mir vor. Wenn der was mit der Entführung zu tun hat, dann denke ich, werde ich das schnell rausbekommen. Wenn nicht, müssen wir sofort zur Polizei. Da werde ich notfalls auch meine Verschwiegenheitspflicht als Anwalt brechen und mich über meine Mandanten hinwegsetzen. Es geht hier um das Leben eines Kindes. Tsunami. Nur 10 Minuten später erhält Rechtsanwalt Römer einen beunruhigenden Anruf von Katja. Ihr Mann ist auf dem Weg zu Kreditor Gerke, um Mias Freilassung zu fordern. Sofort macht sich der Anwalt auf den Weg und kann gerade noch so das Schlimmste verhindern. Wo ist sie? Moment, ganz ruhig, ganz ruhig. Herr Vogt, was machen Sie denn hier, verdammt nochmal? Beruhigen Sie sich erstmal. Ich werde mich bestimmt nicht beruhigen. Dieser Mistkerl hat meine Tochter. Ich will, dass er sie sofort freilässt. Ey, jetzt reicht's halt wirklich. Ich weiß nicht, wo deine Tochter ist. Ich hab damit nichts zu tun. Ich will nur meine Kohle zurückhaben. Du mieses Arschloch! Jetzt. Wo ist Mia? Herr Vogt, ganz ruhig, das machen wir ganz anders. Herr jetzt Gerke, schönen guten Tag. Römer ist mein Name. Ich bin der Rechtsanwalt vom Herrn Vogt. Ah. Ja. Jetzt ist mir alle klar. Du denkst, du kommst hier mit so einem komischen Rechtsverdreher her und meinst, du musst mir meine Kohle nicht zurückgeben, ja? Da nein, bist du aber ein bisschen schief gewickelt. Ich will mein Geld wieder haben. Ja, das stimmt. Und vor allen Dingen, liest dir noch mal den Kreditvertrag durch. Lieber nicht. Den möchte ich lieber nicht lesen. Was da alles an rechtswidrigen Sachen drinsteht, um die Kohle geht es jetzt gerade gar nicht. Es geht um die Entführung seiner Tochter, Herr Gerke. Ey, Leute. Ich weiß nicht, was das soll. Hat's jetzt bei euch Bienen irgendwie im Kopf drin geregnet, ja? Ich bin ehrlicher Geschäftsmann und kein Kidnapper. Ich will nur meine Kohle wieder haben. Mehr nicht. Also Geschäftsmann, das glaube ich Ihnen vielleicht so gerade noch. Aber ehrlich, das wollen wir mal lieber nicht kommentieren. Oder 25% Zinsen, das ist Wucher, das ist sittenwidrig. Und Sie wissen das. Sie nutzen hilflose Menschen in schlimmen Situationen aus. Menschen, die verzweifelt sind, das tun Sie. Damit machen Sie ein bisschen Reibach. Was Sie denken, geht mir richtig kalt am Arsch vorbei. Ja, glaube ich. Und vor allen Dingen, ich zwinge noch niemanden, einen Kredit von mir aufzunehmen oder Geld zu leihen. Hä? Sie Wohltäter. Sie haben doch jetzt Ihr Geld. Wo ist mein Kind? Ey, Leute, ihr geht mir jetzt richtig spät auf den Sack.
Ja? Ich habe dein blödes Blatt nicht kapiert. Und von dir habe ich noch nicht einen müden Cent gesehen. Von meiner Kohle. Ich gebe dir mal einen guten Rat. Sieh zu, dass du innerhalb von 2 Wochen mir das Geld zurückgezahlt hast. Plus Zinsen. Ansonsten habe ich eigene Methoden, um mit Geld von dir wieder einzutreiben. War das jetzt eine Drohung? War das eine Drohung, Herr Gerke? Das ist eine versuchte Nötigung. Da wäre ich ganz vorsichtig. Raus, Herr Pister, ganz vorsichtig. Raus, raus. Fassen Sie mich nicht an. Raus. Die Polizei ist verdammt schnell hier. Und du, zahl die Kohle. Pünktlich. Die können Sie einklagen. Viel Spaß dabei. Ich wollte auf andere Art und Weise. Ich habe meine Methoden. Mann, Mann, Mann. Was denn jetzt? Ich glaube immer noch, dass er Mia hat. Nein, das glaube ich nicht. Der hat seine anderen Geschäfte am Laufen. Ich kann ihn noch mal abchecken. Aber wenn dabei nichts rauskommt, dann gehen wir zur Polizei. Okay? Herr Römer, Sie verstehen das nicht. Sie haben keine Kinder. Ich kann das Risiko nicht eingehen, dass ihr was passiert, wenn wir uns nicht an die Forderungen halten. Sie gehen das Risiko ein, dass Ihrem Kind was passiert. Sie haben alle Forderungen erfüllt. Was ist passiert? Gar nichts. Mia ist nicht da. Also, wir gehen zur Polizei. Wir müssen. Wenn wir bis morgen nichts gehört haben, dann gehen wir zur Polizei. Bis morgen. Es ist die allerletzte Deadline, die ich mitgehe. Sonst bin ich alleine da. Natürlich hat der Gerke Dreck am Stecken, das ist mir auch klar. Aber Entführung, das ist nicht seine Art. Der kommt anders ans Geld. Direkt nach dem Gespräch mit dem Kredithai steckt Lars in einer Sackgasse fest. Immer noch fehlt von seiner Tochter Mia jede Spur. Und zu Hause wartet bereits die nächste schlechte Nachricht auf ihn. Mama, Papa, bitte helft mir. Die wollen, dass sie noch mal 20.000 Euro zum Übergabe bringen. Und das Ganze bis heute 20 Uhr. Bitte gebt denen das Geld und helft mir. Ui, wie sollen wir denn bis heute Abend 20.000 zusammenkriegen? Dieser verdammte Gerke. Ich weiß es nicht. Ich will nur, dass Mia wieder nach Hause kommt. Wir dürfen sie nicht mehr in Gefahr bringen. Ich muss das jetzt auf meine Art regeln. Was willst du denn auf deine Art regeln? Wie denn? Ich weiß, ich habe viel falsch gemacht in letzter Zeit. Erst habe ich unsere Firma ruiniert, dann diesen Kredithai dazugeholt. Ich muss jetzt sehen, wie wir unsere Tochter wiederkriegen. Aber warte doch, lass uns doch den Anwalt anrufen. Der kann uns sicherlich helfen. Nein, nein, ich kann auch dich jetzt nicht weiter damit reinziehen. Das ist viel zu gefährlich. Aber Lars, was hast du denn jetzt vor? Bleib hier zu Hause, falls sie sich noch mal melden. Ich muss noch mal los. Ich muss was erledigen. Ich habe keine Ahnung, was Lars gerade vorhat, aber ich weiß, wir werden große Schwierigkeiten bekommen. Ich werde jetzt ganz schnell den Anwalt anrufen. Während Katja Rechtsanwalt Römer von dem Video und von Lars Blackout unterrichtet, ist Lars nicht mehr aufzuhalten. Das Einzige, was für den 43-Jährigen jetzt noch zählt, ist das Geld für die Entführer zu besorgen. In seiner Verzweiflung will der Berliner einen weiteren Raubüberfall durchziehen. Los, alle die Hände hoch! Das ist ein Überfall! Her mit dem Geld! Komm, komm, komm! Mach schon! Hey, runter mit dir! Waffe weg! Schön ruhig bleiben hier! Lutz, hol mal die Polizei! Lassen Sie mich los, bitte! Bitte nicht die Polizei rufen! Die Waffe ist doch gar nicht echt! Wie nicht echt? Hast du Knall oder was? Kommt sie mit der Spielzeugwaffe an? Ruhe jetzt! Sie verstehen das nicht! Meine Tochter ist entführt worden! Wenn ich den bis heute Abend kein Geld bringe! Mann, spar dir den Atem! Hebt ihr deine Schichten für andere Ruf! Ich kann ja nur für eine Schicht, das ist nicht mein erster Überfall! Polizei ist gleich da. Okay, super. Nach dem misslungenen Überfall wurde Lars verhaftet. Bei seiner Vernehmung schweigt der verzweifelte Vater. Als Bernd Römer mit Katja auf der Wache ankommt, macht der Anwalt seinem Mandanten klar, dass er jetzt endlich die Wahrheit sagen muss. Nur so können sie Mia noch retten. Denn die Frist für die Lösegeldforderung ist längst verstrichen. Herr Vogt, Sie machen alles noch viel schlimmer. Ich habe mir das Video angesehen. Sie rennen mit einer Waffe in eine Spielhalle und überfallen die. Das ist ein versuchter schwerer Raub. Wissen Sie, wie lange Sie dafür sehr wahrscheinlich hinter Gitter gehen? Soll ich Ihnen das sagen? Die war doch nicht echt. War doch eine Spielzeugwaffe. Das sieht man doch nicht. Das spielt auch nur am Rande eine Rolle. Verstehen Sie das? Das merken doch auch die Menschen nicht, die Sie da drin überfallen. Das tut mir ja auch leid, dass ich die erschreckt habe, aber es geht doch um mir. Aber jetzt ist eh alles egal. Wenn ihr jetzt was passiert, dann bin nur ich daran schuld. Ja, deshalb müssen Sie jetzt verdammt noch mal Klartext reden. Ich sag's Ihnen jetzt zum 10. Mal. Sie müssen jetzt eine vernünftige Aussage machen. Aber Sie haben das Video doch gesehen. Sie wissen, wie sie aussah. Wenn dieser Mistkerl ihr was antut. Ich muss alles tun, um das zu verhindern. Aber Lars, bitte. Wir brauchen Hilfe. Lass uns doch endlich hier Hilfe bekommen. Verstehst du? Die Mia ist doch immer noch nicht da.
Ja, was, wenn ihr dann erst recht was passiert, wenn wir die Polizei einschalten? Herr Vogt, was ist die Alternative? Wollen Sie weiter selber da rumwursteln, noch ein paar Überfälle begehen oder was? Sie brauchen jetzt professionelle Hilfe, sonst bringen Sie das Leben Ihrer Tochter in Gefahr. Ich sag's Ihnen jetzt nochmal, deshalb machen Sie jetzt eine Aussage. Und die Geschichte mit dem Juwelier, die kommt jetzt auch auf den Tisch. Dafür stellen Sie sich jetzt. Wahrscheinlich haben Sie recht. Der von der Spielhalle hat Ihnen bestimmt eh schon erzählt, dass ich das alles nur wegen mir mache. So. Also, haben wir's. Hol ich jetzt den Beamten. Okay? Das ist das Beste, Solas. Endlich kann die Polizei ermitteln und ihre Arbeit machen. Und ich hoffe, dass meine Mandanten von der Untersuchungshaft verschont werden aufgrund der besonderen Umstände dieses Falles. Und die Polizei kann jetzt sich diesen Manfred Gerke vorknöpfen. Ich bezweifle ja, dass er mit der Entführung was zu tun hat, aber es geht jetzt voran. Während die Polizei nach Mia sucht, wird bereits das nächste Erpresservideo gedreht. Ihr müsst das Geld bis heute 18 Uhr gebracht haben zum Übergabeort. Ihr wolltet nicht, dass mir was passiert, oder? Okay. Na, wie war ich? Süße, du warst spitze. Für die Nummer hast du echt einen Oscar verdient. Ich denke auch, dass meine Eltern es diesmal schnallen werden. Ach du Scheiße. Komm mal. Was denn? Guck mal, da steht, dass ein IT-Spezialist Lars V. gestern bei einem versuchten Raub in einer Spielhalle verhaftet worden ist. Das ist doch Papa. Ach Quatsch, warum sollte er denn sowas tun? Doch klar ist das Papa. Aber warum hat er versucht, eine Spielhalle auszurauben? Das ergibt doch alles überhaupt gar keinen Sinn. Sag ich doch, so ein Quatsch, das macht ja auf gar keinen Fall. Moment mal. Was ist, wenn meine Eltern überhaupt gar kein Geld haben und pleite sind und ich deshalb nicht nach Barcelona kann? Ach Mann, ey, deine Eltern haben genügend Kohle, okay? Glaub mir, die haben genügend Geld. Ich meine, wir wollen uns doch ein gemeinsames Leben aufbauen. Ich meine, du würdest es doch auch. Ja, klar will ich das. Du weißt doch ganz genau, dass ich in Barcelona studieren will. Ja, und deine Eltern, sie wollen es dir verbieten, okay? Sie wollen dich nicht rauslassen, sie wollen dich einsperren. Ich meine, mit der Kohle kann ich mein Café aufbauen. Und du kannst studieren, solange du willst. Aber was ist, wenn die wirklich pleite sind? Ich muss jetzt einfach los und Nein. gucken, wie es meinem Vater geht. Nein, du kannst doch, spinnst du, kannst doch jetzt den Plan nicht kippen. Schatz, wirklich. Der Plan, der wird einfach so weiterlaufen, wie wir es einfach besprochen haben, okay? Ich meine, wir haben jetzt genug Geld, aber ich muss einfach nach Hause wissen, wie es meinem Vater geht. Ich habe echt keine Ahnung, was hier abgeht. Eigentlich hätten meine Eltern das restliche Lösegeld gestern schon zahlen sollen. Ich meine, die würden mich doch nicht hängen lassen, wenn nichts Schlimmes passiert ist. Rechtsanwalt Bernd Römer hat es geschafft, Lars unter strengen Meldeauflagen erstmal wieder auf freien Fuß zu bekommen. Um das weitere Vorgehen zu besprechen, trifft sich der Anwalt noch einmal mit dem Ehepaar. Denn von Mia fehlt nach wie vor jede Spur. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie den Richter überzeugen konnten, mich erstmal wieder freizulassen. Ja, vorerst, das wissen Sie. Und unter strengen Meldeauflagen. Also, Sie gehen bitte wirklich jeden Tag ins Präsidium und melden sich dort. Und zwar pünktlich auf die Minute, das ist ganz wichtig. Ich konnte den Richter davon überzeugen, dass hier keine Fluchtgefahr gegeben ist bei Ihrem Mann. Und natürlich haben die auch berücksichtigt, diese besondere Ausnahmesituation, diese Spannung, unter der Sie stehen, wegen Ihrer Tochter. Nur, ganz straffrei, werden Sie aus diesem Verfahren nicht rauskommen, das sage ich Ihnen. Hauptsache, mein Mann ist erstmal wieder zu Hause. Aber jetzt zu mir. Was ist mit der Polizei? Sind die weitergekommen? Warum finden Sie sie denn nicht? Das ist eben leider so, dass ich da keine Neuigkeiten habe. Die tappen da leider noch ein bisschen im Dunkeln. Das ist einfach so. Mia, mein Schatz, da bist du ja. Wie geht es dir? Mein, komm her, ich hab dich so vermisst. Mia. Wie geht's dir? Ist alles gut? Ja. Haben die Dreckskerle dir was angetan? Du siehst furchtbar aus. Sag mal, mir geht's gut. Brauchst du einen Arzt? Sollen wir dir einen Arzt rufen? Quatsch. Brauchen Sie einen Krankenwagen, Mia? Sollen wir einen Krankenwagen rufen? Komm, setz dich. Hä? Wer ist das denn? Das ist Herr Römer, unser Anwalt. Ich verstehe nicht, warum der jetzt ein Anwalt? Ach, das ist nicht so wichtig. Hauptsache, du bist erstmal wieder da. Wie geht es dir denn? Ja, ganz gut. Ganz gut. Möchtest du was essen, Schatz? Nein. Du hast abgenommen. Du siehst wirklich fürchterlich aus.
Ich habe keinen Hunger. Also, die haben mir auch was zu essen gegeben. Also, so schlimm war es eigentlich gar nicht. Also, ich meine, es war alles voll furchtbar. Diese Mistkerle. Ich bring die um, wenn die dich angefasst haben. Papa, nein. Also, die haben mir nichts getan. Also, nicht direkt. Also, ich bin einfach total durcheinander. Haben Sie denn jemanden erkannt von den Kidnappern? Oder können Sie uns sagen, wo Sie gefangen gehalten worden sind? Ich weiß halt nur, dass ich im Kellerverlies war und ich habe ja nichts gesehen. Die haben mir immer die Augen verbunden oder die haben Masken getragen. Aber Papa, stimmt es eigentlich, dass du eine Spielhalle überfallen hast? Woher weißt du das? Die haben mir doch eine Zeitung in die Hand gegeben wegen den Videos und so. Papa, dein Ernst? Ich glaube, wir lassen das erstmal mit der ganzen Fragerei jetzt. Da haben Sie recht. Da haben Sie recht. Hören Sie mal, wenn es Ihnen einigermaßen gut geht und den Eindruck habe ich, das freut mich natürlich sehr, aber dann sollten wir wirklich sofort zur Polizei gehen, damit Sie Ihre Aussage dann machen können. Nein. Ich will nicht zur Polizei. Ich meine, dafür bin ich doch jetzt überhaupt gar nicht in der Lage. Ich weiß, dass das nicht einfach ist, aber ich sag Ihnen wirklich, solange Ihre Erinnerung noch frisch ist, sollten wir zur Polizei gehen. Das ist ganz wichtig. Sie wollen auch, dass die Entführer gefasst werden. Ja, aber ich weiß doch überhaupt fast gar nichts. Komm, Kleines, versuch's wenigstens. Versuchen Sie es und ich sage Ihnen was. Jeder kleine Hinweis kann wirklich entscheidend sein. Das ist ganz wichtig. Komm, lassen wir gehen sofort. Glauben Sie mir einfach. Das schaffen Sie. Ich fass es nicht. Mein Vater hat echt eine Spielhalle überfallen. Was hab ich nur für eine Scheiße gebaut? Wenn er in den Knast muss, dann bin ich einfach dran schuld.